Es ist Wasserstoff-Superoxid-Blond. Hey ho Leute, willkommen zurück bei Let's Play Simon the Sorcerer. Es ist wieder eine Weile her. Aber egal, jetzt geht's weiter. Und ich habe ein paar Tipps bekommen vor einiger Zeit. Und zwar, dass ich Items habe, mit denen ich an zwei Orten schon wieder was machen kann. Einer dieser Orte ist der Tower von Rapunzel. Der Rapunzel Tower. Und da klettern wir jetzt mal hoch. Und als ich so oben im Tower stand, ich bin auch kurz reingegangen, um ein bisschen rumzuprobieren, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Denn, wenn Simon es mal schafft, hochzukommen, die Bodenbretter hier sehen aus wie solide, hölzerne Fußbodenbretter. Ja, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, denn wir haben ja unsere Holzwürmer. Okay, Jungs. Jetzt seid ihr mal dran, mir einen Gefallen zu tun. Null Problem. Null Problem. Nom nom nom. Fuck. Denn hier? Wir sind hier jetzt im unteren Stockwerk. Tür angucken. Von draußen erscheint es irgendwie kleiner. Es ist mit einem Keil verschlossen. Dann nimm den Keil weg da. Können wir bestimmt noch gebrauchen. Keine Ahnung wofür, aber... Ein dreieckiges Stück Holz. Können wir jetzt die Tür aufmachen? Ah, jetzt können wir nicht den Vordereingang benutzen. Sehr gut. Brauchen wir hier erstmal nach hochklettern. Und wir wollen ja noch hier runter. Ich kann zwar nicht viel sehen, doch der Geruch ist widerlich. Jetzt können wir endlich mal unsere Leiter benutzen, würde ich sagen. Boah, wie oft habe ich das schon probiert. Ah, ein Item weniger im Inventar. Das geht doch so nicht. Geh da runter, los. So, soweit habe ich rumprobiert und jetzt ist es wieder blind. Ein Sarg. Ein in Stein gehauener Sarkophag. Na, mach mal auf, das Ding. Wie seltsam. Voller Bandagen. Seltsam. Simon und Sohn, Einbalsamierung zu ihren Diensten. Was? War knapp. Was? Was hat mir das denn jetzt wieder gebracht? Außer den Holzkeil. Oder habe ich irgendwas, um mich von dem Vieh zu wehren? Schere, Magneten, eine Tuba. Muss ich da ein Item benutzen, oder wie? Mach auf das Ding. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Irgendwas muss ja mit der Mumie sein. Oh Schande, meine Fackel ist aus... Das war knapp. Okay, ich kann mit dem Vieh nicht reden. Dann gucken wir mal, ob wir mit ihm irgendwie interagieren können. Hier noch runterklettern werde. Mach den Sarg auf. Don't open it. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Steckt ja ein Vorsinnflutlicher im Sarg. Immer noch die Mumie. Das muss der Stab der Macht. Ach, das ist. War knapp. Ach, das ist der Stab, den wir suchen müssen, okay. Gott. Also, sobald ich was Falsches mache, geht er raus. Das ist, finde ich, ein bisschen nervig. Nochmal aufmachen. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Ja, ich merke schon. So Unglück, dass du immer gleich rausrennen musst. Na, warte mal, ich habe doch den einen Ring. Vielleicht kann ich ihn jetzt benutzen. Warum ist Indiana Jones nie so etwas... Das war knapp. Da
Das ist ein bisschen blöd gerade auf euch. Stell nicht runterklettern. Können wir den einen Ring hier benutzen? Das geht doch so nicht. Nicht? Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Ich werde jetzt jedes Mal einen Cut machen, wenn ich unten stehe, weil es ist jedes Mal 30 Sekunden runterlaufen hier. Warum ist Indiana Jones nie so etwas? Da steht loser Verband. Kann ich war knapp. Da kann ich bestimmt dran ziehen. Was habe ich denn? Öffne, bewege, entferne. Vielleicht klappt entferne. Man hat nur einen kurzen Zeitraum auch noch Zeit, das zu machen. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Naja, mach auf. Ich will den Verband entfernen. Kann das Vieh bestimmt entrollen. Bitte, habt Erbarmen. Was? Das war knapp. Willst du mich vereiern oder was? Soll ich die Mumie anzünden? Das würde ganz schön brutal sein, glaube ich. Was habe ich denn groß für eine Wahl? Jetzt mal alles durch und ja. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Wenn irgendwas klappt, dann seht ihr es. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich einen Cut machen. Das ist bekloppt mit solchen Zeitlimits. Das hasse ich. Warum ist Indiana Jones nie so etwas? So. Mach nochmal auf das Ding, Junge. Bitte. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Können wir ja seine Bandage irgendwie mitnehmen. Ich habe sowas schon mal in Comics gesehen. Boah, geht doch, ey. Komm nicht gleich. Die Bandagen. Na, die können wir doch mitnehmen. Ich kann auch ohne 1000 Jahre alte Bandagen leben. Willst du nicht mitnehmen? Ein Haufen Schmutz und Bandagen. Okay. Naja, dann nimm wenigstens den Stab mit. Das ist doch der Stab, den wir für die Typen besorgen sollten, oder? Das ist ein mächtig aussehender Zauberstab. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal ins Dorf. Das dürfte der Stab sein, den wir für die Zauberer besorgen sollten. Und endlich steht auch die Kiste hier, die ich damals bestellt habe. Es geht einen Pfad auf hier. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Mach mal auf. Es ist dunkel hier drinnen. Zum Glück bin ich so klein. Ich möchte wissen, wann wir ankommen. Ich ziehe besser den Ring an. Gut. Irgendwas ist hier nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Warte mal kurz. Oh, ich hatte ihn verkehrt herum auf. Ich bin hilflos, solange ich in dieser Kiste stecke. Dann mach auf. Wunderbar. Wir sind jetzt in dieser Höhle drin. Eigentlich wollte ich zu den Zauberern. Aber ist auch gut. Irgendwo waren Rattenknochen gerade. Da. Ich frage mich, wo der Rest der Ratte ist. Egal, nimm mit. Wie sieht das denn aus? Okay, echt nur ein Knochen. Schachteln. Da ist ein Haufen leerer Pappschachteln. Da ist mein Zauberbuch drin. Okay. Wo haben wir das liegen gelassen? Jetzt habe ich endlich mein Zauberbuch wieder. Da ist ein loses Stück Papier. Es ist über und über mit Symbolen versehen. Anscheinend wollte jemand mein Zauberbuch benutzen. Okay, interessant. Können wir das selber benutzen? Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Ach so, dadurch sind wir irgendwie in diese Welt gekommen, oder? Schon so lange her. Ich weiß schon gar nicht mehr, was genau im Intro passiert ist. Oder wie wir hierher gekommen sind. Der Schlüssel wurde im Schloss zurückgelassen. Okay, dann mach auf. Es ist abgeschlossen.
Man braucht einen Schlüssel zum Öffnen. Aber hat er nicht gesagt, der Schlüssel wurde im Schloss zurückgelassen? Ich habe einen Schlüssel, aber whatever. Das geht doch so nicht. Nochmal. Der Schlüssel wurde im Schloss zurückgelassen. Ach so, dann nehmen wir mal das Papier und schieben es unter die Tür durch. Genau. Und jetzt nehmen wir den Knochen. Das ist mal ein Rätsel nach meinem Geschmack. Und fummeln den Schlüssel raus. Jetzt wird's spannend. Und jetzt ziehen wir das Papier unter der Tür wieder durch. Ja, das gefällt mir. Das ist irgendwie so einleuchtend. Nimm Papier. Nimm Papier, Simon. Nimm das Papier. Tada! Schlüssel. Benutze Schlüssel. Mann, eine richtige Ausbruchssimulation hier. So, jetzt aber auf mit dem Ding. Und durch da. Ui, den kennen wir doch noch. Ja, wir sind ja unsichtbar. Was haben wir denn hier? Das ist ein Metalleimer mit einem großen Loch. Hm. Jetzt ist es unser Eimer. Jetzt haben wir sogar zwei Stück davon. Wo gehen wir denn zuerst hin? Gehen wir mal runter. In die dunklen Tiefen der Höhle. Oh, der Folterkeller. Vielleicht doch ganz cool, dass ich nicht gleich zu den Zauberern gegangen bin. Das hier ist gerade echt spannend. Er ist an das Gestell gefesselt. Mit ihm reden? Bist du der Druide aus der Stadt? Wer bist du, dass du Stimme, aber keinen Körper hast? Ich habe meinen Körper zu Hause vergessen. Ich trage einen Ring, der mich unsichtbar macht. Mach keine Witze. Ja, ich bin der Stadtdruide und du stehst in Verbindung mit den Mächten der Finsternis. Wie kommst du darauf? Ich kann deine Unnatürlichkeit fast riechen. Es stinkt. Verschwinde, Prinz der Dunkelheit. Nee, kann aber nicht verschwinden. Moment. Lass uns einen Augenblick vernünftig sein. Ich höre mir keine weiteren Lügen von dir an. Verschwinde jetzt oder trage die Konsequenzen. Ich glaube nicht, dass ein Mann in deiner Lage jemandem drohen kann. Deine Folter kann mich nicht verletzen, falscher Dämon. Tut mir leid, dass ich was gesagt habe, okay? Tschüss. Können wir mit dem gar nichts machen? Weil ich ihn irgendwie... Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Ihn irgendwie befreien. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Entferne. Das trage ich nicht. Können wir nochmal mit ihm reden, vielleicht? Ich bin zurück, Herr Druide. Wie geht es Ihnen? Ich sollte mich nicht mit Bösem einlassen, damit ich eurem Fluch nicht verfalle. Lass mich in Frieden. Okay, also mit dem Reden ist nicht drin. Scharfe Sachen. Folterinstrumente hier unten. Eine Sammlung heißer Metallspitzen. Können wir bestimmt nicht mitnehmen. Oder? Meine Mami sagte, fasse nie scharfe Sachen an. Irgendwo war hier was. Brandeisen. Hohoho, das kann er mitnehmen. Also jetzt geht's echt ab hier mit den Items. Zum Glück ist meine Mütze feuerfest. Ach so. Können wir ihn foltern? Na, ich denke mal nicht. Aber mal gucken. Benutze... Ne, nicht bewege. Benutze Brandeisen mit Druide. Eine gute Idee, aber nicht sehr praktisch. So kann man es auch nennen. Eiserne Jungfrau. Ein Standard-Folterinstrument. Der Standard in jedem Folterkeller. Bestellen Sie jetzt. Oder wollen Sie sich vor Ihren Nachbarn Blöße geben, indem Sie nur einen zweitklassigen Folterkeller haben? Bestellen Sie jetzt die Eiserne Jungfrau. Ein Standard-Folterinstrument. Ist irgendwas drin? Irgendwas Pixeliges wieder? Vielleicht irgendwas, was ich aufspießen kann?
Das Schwein? Das geht doch so nicht. Nee, dachte ich mir schon. Wüsste ich jetzt auch nicht, was ich da... Ich kann die auf jeden Fall aufmachen und irgendwas muss ich wahrscheinlich durchlöchern. Pfefferminzbonbons? Eine Packung extra starker Pfefferminzbonbons. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wo wir die noch gebrauchen können. Solide Metallstangen. Haben wir uns zum Aufbrechen? Nein, nein. Vielleicht das Brandeisen? Ich denke nicht. Das geht doch so nicht. Hey, ist das hier die Eingangstür? Sie sind versiegelt. Können wir nicht aufmachen? Sie sind versiegelt. Okay. Tür lässt sich so nicht öffnen. Ich sehe auch nicht, ob hier noch irgendein Knopf ist oder irgendwas. Sieht aber fast nicht so aus. Okay. Gehen wir erstmal wieder hoch. Dum-dum. Ich frage mich, ob das hier schon die bösen Höhlen sind von dem bösen Zauberer. Der böse Zauberer in der bösen Welt. Mit ihm reden können? Ich möchte nicht noch einmal gekocht werden. Können wir ihm die Pfefferminzbonbons geben? Das geht doch so nicht. Nicht? Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Das Brandeisen mit ihm benutzen? Das geht doch so nicht. Dann nicht. Wie, wir kommen da nicht durch? Nee, er steht im Weg. Nee, er steht im Weg. Soll ich den Eimer auf seinen Kopf stülpen? Das geht doch so nicht. Nutze Brandeisen mit Eimer? Das geht doch so nicht. Nee. Ja, und irgendwas kaut er die ganze Zeit rum. Das ist wahrscheinlich seine Beschäftigung. Den Magneten vielleicht? Das geht doch so nicht. Den Eimer? Das geht doch so nicht. Vielleicht können wir ihn kitzeln. Das geht doch so nicht. Nee, das funktioniert alles nicht. Vielleicht einen Schreck einjagen? Ich würde wahrscheinlich wegen Lärmbelästigung verhaftet werden. Na, das wollen wir ja. Ein wenig Lärmbelästigung betreiben. Mich, was der Keil ist. Und wie ich jetzt hier überhaupt wieder rauskomme. Ich muss ja hier wieder rauskommen anscheinend. Vielleicht mit dem Stab irgendwas machen? Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Ein großer Goblin-Wächter blockiert den Weg. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, entschubs ihn doch mal. Entferne. Das trage ich nicht. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Also ich muss ja irgendwie hier rauskommen können. Sonst könnte ich ja nicht hier schon reinkommen, sag ich mal. Ich muss ja anscheinend alle Gegenstände besitzen, die mir ermöglichen, hier wieder rauszukommen. Ich schau nochmal hier. Können wir eine Schachtel mitnehmen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Nicht wirklich. Und es sieht auch nicht so aus, als gäbe es hier noch was. Und ich denke mal, das Zauberbuch und so, der Knochen war ja eigentlich alles. Können wir die Tür endlich wieder zumachen? Sieht nicht so aus, als könnte man das schließen. Tatsächlich. Aber hier ist nichts weiter an der Tür. Von daher... Ich komme auf Teufel komm raus nicht an der Wache vorbei. Und er will auch nicht das Zauberbuch oder den Zauberstab benutzen. Geht's hier hinten noch lang? Nicht wirklich. Und was mache ich mit der eisernen Jungfrau? Das geht doch so nicht. Also das Rauskommen aus dem Raum war ja easy, aber jetzt hänge ich schon so ein bisschen fest. Scharfe Sachen. Ich muss doch irgendwie dieses Portal aufmachen können. Das geht doch so nicht.
Lass mich hier raus, ich bin ein Zauberer. Ich musste raus. Scharfe Sachen. Will er nicht mitnehmen. Eine Sammlung heißer Metallspitzen. Nee, da haben wir ja unser Brandeisen her. Also ich denke mal nicht, dass das Zeug für irgendwas gut ist. Aber was kann ich jetzt anstellen? Ich glaube, das überlege ich mir für den nächsten Part. Denn es ist schon mehr ordentlich Zeit rum jetzt. Und ja, Hauptsache es geht ja nicht mal weiter. Denn so langsam habe ich mir auch genug Projekte aufgehalst und will auch langsam mal fertig werden mit dem einen oder anderen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß mit mir. Auch wenn ich gerade echt rumrätsel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Simon the Sorcerer. Bis später, Leute.